Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zum Wochenrückblick vom 13. zum 19. Ja, da habt ihr recht viele Movies eigentlich wieder mal sehen können. Zum Beispiel das Ellsworth-Tagebuch Part 5, 6 und 7. Dann hatten wir ein Vindictus anglotzen, Part 2 und 3. Mehrere Parts sind jetzt schon aufgenommen, werden nach und nach hochgeladen. Dann hatte ich ein bisschen, ja, Comedy in Anführungsstrichen gemacht. Ja, Kino.to zerstört Leben. Dann hatten wir noch ein Let's Anglotzen, Marvel Empires, ein Movie, wo Gambigo es nicht geschissen bekommen hat, die Accounts zu aktivieren. Dann haben wir aber noch ein Movie gehabt, wo wir eben in-game was sehen konnten. Das Spiel ist ja nicht so der Knüller in meinen Augen. Dann hatten wir noch einen Test zu Eternal Lands, wirklich ein crappiges Game, also crappier geht's gar nicht. Dann hatten wir die neue Entscheidung F zu Fallen Earth. Und wir haben angefangen mit Secret of Mana 2 Part 1. Und ja, die anderen Parts werden auch nochmal veröffentlicht die Woche. Also ich werde sie immer erst frisch aufnehmen und dann frisch auch hochladen. Also da werde ich nichts vorher aufnehmen. Und ja, was wird nächste Woche so sein? Nächste Woche kommt der Test zu Fallen Earth. Dann gibt es noch ein paar Ellsworth, paar Vindictus. Vielleicht noch ein paar Let's Anglotzen. Also es wird richtig viel geben und ich möchte euch eine Empfehlung geben auf dem Weg dorthin zur neuen Woche. Das ist nämlich von Nagaru 16 das Sona-Lied. Ja, sie hat für Sona von League of Legends, wer League of Legends spielt, wird diesen Champ kennen, hat sie ein Lied gemacht und ich werde es ein bisschen im Hintergrund jetzt spielen lassen. Und ja, sie hat sich schon gefreut gehabt, dass ich das ins League of Legends offizielle Forum gepostet habe. Dadurch sind die Klicks natürlich auch ein bisschen höher gegangen. Also, wo ich geguckt habe, plus 200. Also, sie hatte eh schon 300 noch was, aber dann nochmal plus 200. Super Sache. Sollten wir auch unterstützen, gebt den Link einfach mal euren Kumpels, weil warum sollte es nicht einfach mal so eine offizielle Hymne geben für jeden Champ? Und sie hat, denke ich mal, den guten Anfang gemacht und hört sich auch extrem geil an. Ja. In dem Sinne, euer Zuhaken. Bis nächste Woche. Ciao.